Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfL Bochum 1848. Anstoß in der Bayer Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr. Bis dato gab es diese Partie 54 Mal in der Bundesliga und auch im DFB-Pokal. Dazu kommen dann noch 12 Regionalliga- und 2 Oberligaspiele sogar. Wir beschränken uns bei der Bilanz auf die Pflichtspiele im Bundesliga- und DFB-Pokal. Da gab es aus Bochumer Sicht 17 Siege, 12 Unentschieden und 25 Niederlagen. Die Bilanz in Leverkusen 6 Siege, 4 Unentschieden, 17 Niederlagen. Und bei der Suche nach dem letzten Spiel müssen wir ein bisschen tiefer graben. Das letzte Spiel oder das letzte Aufeinandertreffen im Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften fand im Februar 2010 statt. Es endete 1:1, das letzte Spiel in Leverkusen im August 2009 mit einem 2:1 Sieg für die Werkself. Und der letzte Bochumer Sieg datiert von 2008 durch ein 2:0. In der Konstellation der ehemaligen steht es 4:0, nicht 0:4, sondern Konstantinos Stafelidis, Tarsis Bonga auf Spielerseiten haben schon mal das Leverkusener Trikot getragen. Ilja Kenzig und Martin Kreh auf der Funktionärsebene waren auch schon mal für Bayer aktiv. Und damit wären wir bei den Karten. Hier in Bochum haben wir, oder über den VfL haben wir bis dato rund 2200 Karten verkauft. Allerdings geht unsere Ticketing-Abteilung davon aus, dadurch, dass Bayer den Ticket-Online-Shop geöffnet hat für alle, dass mindestens 3000 Bochumer vor Ort sein werden. Und damit wären wir beim Podium. Cheftrainer Thomas Reis ist hier und die erste Frage an ihn betrifft das Personal. Auf meiner Liste stehen bei denjenigen, die nicht einsatzfähig sind, Simon Zoller, Robert Tesche, Danny Blum, Gerrit Holtmann und Saulo De Carli. Und zudem werden ja wahrscheinlich Maxim Leitsch und Luis Hartwig noch nicht mit von der Partie sein können. Fragezeichen zum Beispiel noch hinter Erhan Masovic. Fragezeichen kann man wegnehmen. Hallo in die Runde. Und leider ist aber Patti Osthage mit dazugekommen, hat eine kleine muskuläre Verletzung, die Gott sei Dank nicht so schwerwiegend ist, aber wird für das Leverkusen-Spiel definitiv nicht zur Verfügung stehen. Okay, gut. Besten Dank. Der Ball liegt endlich bei euch. Günther Pohl hat die erste Hand gehoben. Jens, zunächst die Frage an dich. Du hast die Kartensituation genannt. Es gab ja noch sehr teure Karten für 51 Euro. Deshalb die Frage, gibt es direkt beim VfL noch Karten für das Spiel in Leverkusen? Und wenn ja, wie viele und bis wann? Von den 51 Euro sind, glaube ich, noch nicht alle verkauft worden. Wie viele entzieht sich derzeit meiner Kenntnis? Bis wann auch? Was ich allerdings weiß, ist, dass der Bayer Online, der Ticket-Online-Shop, für alle geöffnet hat. Also da kann man sich wohl auch noch bedienen. Okay, super. Philipp Rentsch ist der Nächste. Jawohl, nochmal hallo in die Runde. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Eine Frage natürlich an den Trainer zu Konstantinos Stafelidis. Er wird ja wahrscheinlich wieder zur Startelf gehören. Wir haben gerade noch gehört, dass er ja auch schon für Leverkusen gespielt hat. Was macht ihn denn aktuell so wertvoll für das Team des VfL Bochum? Er hat sich ja auf einer eher ungewohnten Position für ihn festgespielt. Ja, er hat die Position sehr, sehr gut angenommen, ist topfit. Wir wussten ja auch, als wir Staffi für uns verpflichten konnten, dass er mit Sicherheit noch Rückstand hat. Den hat er ja über die Wochen, Monate aufgeholt. Er ist sehr aggressiv, das tut unserem Spiel gut. Er hat, ist auch sehr ruhig am Ball, auch gerade im Spielaufbau. Man sieht schon, was für eine Qualität er hat oder welche Ruhe er in unser Spiel mit reinbringen kann. Und das ist im Moment das, was ihn sehr, sehr gut auszeichnen und auch für uns als Mannschaft, ja, ich glaube, sehr gut zu Gesicht steht im Moment. Die Hand von Philipp ist noch oben und ist jetzt gesenkt. Dann wird der Günther als nächstes wieder entmutet. Moment, Günther, du bist hier noch nicht zu verstehen. Wir müssen dich eben kurz wieder entmuten. Jetzt kannst du loslegen. Der Gesundheitszustand und Fitnesszustand von Asano und Bella Kotschap, sind die beiden zurück? Wie sieht es da aus? Stehen sie zur Verfügung? Stehen sie als vollwertige Spieler, sprich Startformation, möglicherweise zur Verfügung? Ja, ich bin froh, dass beide Spieler gesund zurückgekehrt sind. Ich war ja auch mit beiden Spielern in Kontakt, haben heute das komplette Training absolviert und es spricht nichts dagegen, sie als vollwertiges Mitglied der Mannschaft zu sehen und kann sein, dass der ein oder andere dann auch von Anfang an spielt. Ralf Ritter wäre der Nächste in der Reihenfolge.
Ja, hallo zusammen. Gibt es nach dem, jetzt habe ich eine Rückkopplung, keine Anmerkung noch, auch Thomas Reis ist mitunter bei mir sehr schlecht verstehen. Du bist allerdings auch gerade ein bisschen abgehackt zu verstehen, Ralf. Ja. Schwierig heute auch. Ja, also an Thomas Reis die Frage, gibt es nach dem 2:0 gegen Hoffenheim überhaupt einen Grund, mehr als einen Wechsel vorzunehmen, einen musst du vornehmen, weil Blum ausfällt, zu dem Holtmann ja auch ausfällt, der dann ihn ersetzt hatte. Na, es würde keinen Grund geben. Wie gesagt, ich habe es ja schon 100-mal gesagt, jetzt haben wir eine Länderspielpause gehabt, ein paar Jungs konnten ein bisschen Gas geben. Silvère ist ja auch hier geblieben, nicht zur Nationalmannschaft gefahren, sodass man sich da auch nochmal einen Eindruck verschaffen konnte. Aber es würde nichts dagegen sprechen, wenige Wechsel diesmal vorzunehmen. Aber ich bin froh, das, was ich letztes Mal schon auch betont habe, dass die Leistungsdichte enger geworden ist und wir einen sehr, sehr guten Konkurrenzkampf haben. Joachim Droll ist dann der Nächste. Ja, hallo, ich hoffe, ich bin zu hören. Thomas, es gibt ja nun doch relativ viele Ausfälle diesmal. Das heißt, wenn Patti Ostage jetzt auch noch ausfällt, kann es sein, dass da vielleicht dann auch hier der Ex-Leverkusener Bonga erstmal in den Kader rutscht? Oder wie wirst du da vielleicht den 20er-Kader nominieren? Oder wirst du vielleicht gar nicht auf 20 gehen dann? Ja, ich habe gesagt, einen Kaderplatz muss man sich ja immer verdienen. Und es ist immer letztendlich meine Entscheidung, ob ich den Kader voll mache. Bei Tarsi ist es so, ja, natürlich ist ein Ex-Leverkusener, hat das Training auch soweit ordentlich absolviert und ich würde auch nichts dagegen sprechen, ihn mal als Belohnung mitzunehmen. Und auf jeden Fall muss ich auch wieder ein oder zwei Spieler zu Hause lassen, sodass der Kader auf jeden Fall noch voll genug ist. Dann, wenn ich die Reihenfolge richtig gesehen habe, nochmal Philipp Rentsch. Ja, noch eine kurze Frage zu Silvère. Es hieß ja, dass er eigentlich auf Länderspielreise geht. Zumindest hat Sebastian Schinzelorz das vor dem Hoffenheim-Spiel angekündigt. Dann ist er doch in Bochum geblieben. Was war dann der Grund dafür? Das müssen Sie eigentlich den Spieler auch selber fragen. Also er hat das für sich entschieden. Er hat mit dem Verband kommuniziert, weil wir natürlich nicht sagen können, du musst hier bleiben. Er ist sonst immer gefahren, aber sie haben das in Absprache mit dem Verband, hat das Silvère geklärt. Und was die genauen Beweggründe sind, das kann ja dann im Endeffekt nur der Spieler beantworten. Ich bin natürlich froh, wenn die Jungs möglichst hier bleiben, weil es doch immer eine Reisestrapaze ist. Man sieht es ja auch immer an Asano, der durch die halbe Welt reisen muss. Und deswegen war ich bei Silvère eigentlich ganz froh. Ganz kurze Nachfrage noch, weil Sie werden noch mit dem Spieler auch darüber gesprochen haben wahrscheinlich. Also wollte er vielleicht die Pause auch nutzen, um sich nochmal anzubieten? Also im Endeffekt konnte er die Pause ganz gut nutzen, um sich anzubieten, wenn du hier bleibst, weil ich weiß ja nie, was dann im Kongo passiert. Ich meine, klar, es ist ein Nationalspieler, hat Länderspiele, hat eine Quali für die Weltmeisterschaft, auch wenn sie sich dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr qualifizieren konnten. Ich konnte mir nochmal ein Bild machen und ich kann nur sagen, dass er das Training ordentlich absolviert und bin froh, dass er hier geblieben ist und wenn es jetzt nur für den VfL war, bin ich noch mehr froh. Wichtig ist, er ist hier geblieben, er konnte sich zeigen und ist auch ja, auf jeden Fall ein Kandidat für den Kader. So, jetzt habe ich mehrere Hände, ich versuche mal die Reihenfolge hinzubekommen. Joachim Droll und dann Günter Kohl. Milos hat ja zuletzt sehr auf sich aufmerksam gemacht mit seinem Wahnsinnstor, also hat, sag ich mal, Werbung für sich selbst gemacht. Auch möglich, wir haben ja gestern darüber gesprochen, auch wegen der Überfallart hier des Umschaltspiels von Leverkusen, dass du da vielleicht eher auf ihn auch vertraust, auch mal in der Startelf, weil er doch auch defensiv stärker ist als vielleicht der Jimmy. Ja, wir wollen ja auch Tempo haben. Also das ist ja das, wo man sich ja immer als Trainer Gedanken macht. Wir wollen ja auch trotzdem mutig sein. Wir wollen ja auch ein gutes Anlaufen haben. Ich weiß, ich habe schon zum Thema betont, was ich und der VfL Bochum und Milos haben. Er kam jetzt immer gut rein, konnte sich letztes Mal belohnen mit einem Tor. Und ja, wir werden uns damit sicher noch ein, zwei Tage Gedanken machen, was die beste Formation ist. Aber natürlich ist es eine Option, aber mit Jimmy und Taku hast du nochmal eine andere Dynamik. Milos ist prädestiniert für den Raum, auch wenn ich ihn jetzt im Zentrum habe mehr spielen lassen. Aber je nachdem, was Leverkusen auch vorhat, würde auch nichts dagegen sprechen, ihn von Anfang an zu bringen, weil gewisse Räume tun sich immer auf. Und deswegen werde ich mir die Entscheidung ganz genau überlegen. Günter Pohl.
Thomas, wenn ich mir die Verletztenliste angucke mit Teschel, Zoller, Holzmann, Blum, Leitsch und, wenn man so will, Gamboa, fehlt dir die Hälfte deiner Aufstiegsmannschaft. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass der VfL in den Auswärtsspielen doch, sage ich mal, sehr zähflüssig in das Spiel kommt und dann hinten heraus immer stärker wird? Weil es ist ja doch ein deutlicher Unterschied zwischen den Halbzeiten 1 und den Halbzeiten 2 bei Auswärtsspielen. Hängt das damit zusammen oder würdest du das nicht so sehen? Nein, zum einen, also glaube ich, hast du Gamboa genannt, der nicht in der Verletztenliste draufsteht. Gambo hat ja auch in Gladbach von Anfang an gespielt. Es ist einfach so, wir merken es ja auch bei unseren Heimspielen. Also du gehst, du versuchst den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen, du versuchst ein Zeichen zu setzen, dass du her im Haus bist, dass du so vielleicht auch dem Gegner so von Anfang an den Schneid abkaufen möchtest. Und das passiert uns im Moment auch auswärts. Und wir haben ja gegen Top-Mannschaften bisher auswärts gespielt. Ja, wir haben ein Spiel gegen Greuther Fürth, was sehr, sehr wichtig war, haben wir auswärts gewonnen. Natürlich haben wir immer ein bisschen gebraucht, um uns auf den Gegner einzustellen. Dann hast du auch in manchen Situationen das nötige Spiel gehabt, da nicht zu arg ins Hintertreffen zu geraten. Nehmen wir mal das Bayern-Spiel außen vor. Gladbach, sage ich, hätte man ja auch schon zur Halbzeit ein anderes Ergebnis erzielen können. Wir wollen natürlich versuchen, bestmöglichst von Anfang an zu verteidigen. Ich sehe trotzdem eine Entwicklung, wenn ich jedes Auswärtsspiel jetzt peu à peu durchgehe. Ja, wie gesagt, Bayern, wissen wir selber, dass wir da viel Lehrgeld bezahlt haben. Da war das Spiel in Leipzig, wo wir dann auch irgendwann auf Augenhöhe war, dann war das Gladbach-Spiel, also ich sehe da schon eine Entwicklung und jetzt kommt wieder ein großer Gegner mit Leverkusen, die eine unheimliche Qualität haben, die ein brutales Umschaltspiel haben, die Tempo ohne Ende haben und ja, wir wollen da versuchen, möglichst von Anfang an auch besser dazustehen oder besser ins Spiel reinzukommen und ich sehe aber trotzdem schon auch auswärts eine gute Entwicklung, auch wenn vielleicht die Ergebnisse noch nicht so sich in Punkte umgemünzt haben. Dann ist Joachim Droll wieder dran. Zwei Spieler, die noch ein bisschen Luft nach oben haben, sind sicherlich der Edu Löwen und auch der Polti. Gab es da vielleicht auch nochmal die Möglichkeit in der Länderspielpause, dass du nochmal speziell auch ein Gespräch mit ihnen geführt hast? Du hast ja immer wieder gesagt, der Edu setzt sich vielleicht zu sehr unter Druck und da muss noch mehr kommen. Und auch bei Polti müsste da noch mehr kommen. Gab es nochmal Gespräche oder wie bist du mit den beiden verfahren? Ja, also ich finde schon, dass Edo ein tolles Spiel gemacht gegen Hoffenheim. Ja, also da hat man ja schon gesehen, welche Qualität er hat und das war für mich eins, fand ich schon das beste Spiel, was er bisher für den VfL Bochum gemacht hat und ich hoffe, dass er auch auf der Basis dann weitermacht. Bei Polti, habe ich mir auch gesagt, er muss mehr die Bälle halten, muss ein bisschen einfacher werden, weil das ist ein Spieler, der uns trotzdem gut zu Gesicht steht, weil er halt sehr aktiv ist, weil er halt von seiner Körpersprache, wenn man das davon spricht, vieles ausstrahlt, was auch ein bisschen den Schmutz, was ich immer so ein bisschen einfordere. Jetzt muss er noch die Bälle besser behaupten, die Mitspieler besser einsetzen und dann wird er sich auch wieder mit dem Tor belohnen. Joachim hat die Hand nach oben. Noch eine Anschlussfrage oder? Wenn ich dann eine Anschlussfrage andererseits dran stelle mit Leverkusen. Klar, Leverkusen ist ein bisschen auf Wundertüte, auch viele Verletzte oder auch Spieler, die, wo du nicht weißt, ob er sie von Anfang an bringt, der Kollege oder nicht. Trotzdem eine schnelle Mannschaft. Du hast gestern auf das Umschaltspiel hingewiesen. Aber du hast auch gesagt, dass ihr natürlich auswärts jetzt eine Entwicklung durchgemacht habt. Wie wichtig wäre das für diese Entwicklung der Mannschaft, auch im Hinblick bis zum Ende der Hinrunde, wenn man einen Punkterfolg feiern würde in Leverkusen und was mitnehmen zum ersten Mal und nicht nur die drei Punkte aus Fürth dann bislang aus dem Aufsatzkonto hätte? Wir würden gerne in jedem Spiel was mitnehmen, weil jeder Punkt bringt uns ja weiter. Und wir haben ja gesagt, wir haben, glaube ich, mit 13 Punkten stehen wir nicht so schlecht da, aber diese 13 Punkte werden definitiv nicht reichen und wir haben ja allgemein noch nichts erreicht. Und wir wollen natürlich auswärts besser auftreten, natürlich auch was mitnehmen, auch gegen eine große Mannschaft, weil das kann natürlich auch das Selbstvertrauen weiter fördern. Wir wissen, dass wir schwer zu bespielen sind. Ich glaube, dass die Gegner mittlerweile auch sehr Respekt haben. Wir haben ja auch festgestellt, auch wenn man eine Mannschaft auf den Gegner vorbereitet, dass auf einmal der Gegner seine Grundordnung umstellt, weil sie sich auch eine Überlegung haben, wie sie gegen uns, wie sie uns bespielen können. Und jeder Punkt wird uns unserem Ziel auf jeden Fall näher bringen. Und wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn wir aus Leverkusen nicht mit leeren Händen zurückfahren. Aber es wird mit Sicherheit nicht einfach. Na gut,
wenn ich noch eine andere Frage noch stellen darf, Thomas, heute sitzen ja die Ministerpräsidenten zusammen mit Angela Merkel. Was befürchtest du für den Profifußball, welche Auswirkungen das vielleicht noch haben könnte, wo die Inzidenzzahlen so in die Höhe geschnellt sind in letzter Zeit? Und was glaubst du, was könnten für Konsequenzen vielleicht noch auf euch dann zukommen? Ja, das wird man im Endeffekt sehen. Also ich meine, da stecke ich ja nicht drin. Ich hoffe, dass wir weiter mit Zuschauern spielen dürfen, dass alles bestmöglich dafür getan wird, weil man sieht ja auch gerade, wie wichtig jetzt auch in unserem Fall die Zuschauer sind oder überhaupt für den Sport, für den Fußball. Das war eine sehr schlimme Zeit und es wäre fatal, wenn diese Zeit wieder zurückkehren würde. Aber das steht ja nicht in meiner Macht. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass im Moment alles so bleibt, wie es ist, dass wir mit Zuschauern spielen können. Ob jetzt da eine 2G-Regelung wird, denke ich mal, kommen. Und wir werden alles mitmachen müssen, um möglichst viele Zuschauer im Stadion zu haben. Weitere Fragen eurerseits? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann besten Dank an dieser Stelle fürs Interesse. Den einen oder anderen sehen wir dann in Leverkusen wieder. Anstoß Samstag 15:30 Uhr.